Hallo zusammen, wie geht's euch allen so? Wir haben jetzt schon eine Woche, also ein bisschen über eine Woche, die Kombüse schließen müssen. Habe natürlich, wie angekündigt, auch schon jetzt ganz gut am Kochbuch gearbeitet. Also da geht's auf jeden Fall auch voran und auch eure Vorschläge von den letzten Kommentaren, was da so reinkam, habe ich zumindest teilweise auch schon mit reingenommen. Wir überlegen natürlich die ganze Zeit so, wie wird es weitergehen, wann wird es weitergehen, ist natürlich die erste Frage, wie wird es weitergehen. Und haben natürlich auch darüber nachgedacht, einen Lieferservice anzubieten in Rostock. Allerdings ist es, finde ich zumindest gerade so, dass das irgendwie gerade alle machen und auch, glaube ich, die Nachfrage nicht so hoch ist, zumindest was ich so bisher erfahren habe. Also bestellen die Leute jetzt auch nicht mehr zu essen nach Hause als vorher. Davon abgesehen haben wir allerdings eine Idee gehabt, die wir gerne umsetzen würden. Auch abgesehen davon, ob sich das jetzt finanziell so rentiert, dass wir davon leben können, wahrscheinlich nicht. Aber wir hatten die eine Idee, die euch vielleicht auch gefallen könnte, die euch vielleicht ein bisschen unterstützen könnte, wenn ihr hier in der Nähe wohnt. Und zwar wollten wir gerne eine Food-Koop gründen. Das bedeutet, wir würden sozusagen bei unserem Terra, also bei unserem Biolieferanten Gemüse, Obst, sowas wie Pflanzenmilch, was auch immer bestellen. Da würden wir auch nochmal eine Liste fertig machen, die ihr euch anschauen könnt. Und ihr könnt auch eigene Wünsche reingeben, die ihr gerne haben möchtet. Da müsst ihr natürlich schauen, ne? Wenn ihr nur ein Aufstrichglas haben wollt von irgendeinem bestimmten Aufstrich, dann reicht das nicht. Da müssen halt noch andere finden, die den ebenfalls haben wollen, damit wir das bestellen können. Und würden das dann auch, also ihr könnt es bei uns abholen, wir könnten es auch zu euch liefern, wie auch immer, bezahlen würdet ihr einfach per Überweisung oder per PayPal hinterher. Und die Idee war jetzt auch, dass wir da dann auch zusammen auch noch, also vorher erstmal einen Eintopf kochen würden, den ihr dann sozusagen kalt mitbekommen würdet in einer entsprechenden Menge, die ihr gerne haben möchtet. Und als Zusatz sozusagen. Genau, das ist erstmal die Idee. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Homepage oder auch auf Facebook. Dann bin ich mal gespannt, wie das wird und wir melden uns wieder. Bleibt gesund und bleibt optimistisch. Bis dann!